Ökonomie und moderiere heute das Podium Bedürfnisse statt Profite, das Ganze der Arbeit neu gestalten. Zuerst vielen Dank, dass ihr gewartet habt. Wir hatten auch diesmal so ein paar technische Schwierigkeiten. Genau, auch weil das ein Podium ist, was auf mehreren Kontinenten stattfindet, was mich sehr freut. Aber zuerst würde ich gerne noch sagen, dass eigentlich diese Moderation Junkirai Painemal übernehmen sollte von Respekt Berlin, eine Gruppe, die organisiert ist mit migrantischen HausarbeiterInnen. Genau, Junkirai musste leider aus persönlichen Gründen vor ein paar Tagen absagen. Das ist sehr schade, auch weil sie als Moderation nochmal eine Perspektive eingebracht hätte, die oft unsichtbar ist von migrantischen HausarbeiterInnen. Genau, die kann ich nicht sozusagen äquivalent vertreten, aber ich habe zusammen mit Matthias Neumann, der netterweise die Chat-Moderation macht, und meinem Kollegen Mike Kosunewski, der als Tech-Host dabei ist, das Podium vorbereitet und bin deswegen für die Moderation jetzt eingesprungen. Genau, worum soll es heute gehen? Also Bedürfnisse statt Profite, das Ganze der Arbeit neu gestalten, ist das Titel dieses Podiums. Und unsere Kernfrage ist natürlich, wie werden wir die Arbeit global und bedürfnisgerecht organisieren im Jahr 2048? Welche Vorstellung haben wir von einer globalen und bedürfnisgerecht organisierten Arbeit? Denn es ist ja auch schon im Titel des Podiums das Ganze der Arbeit. Was heißt das eigentlich? Das Ganze der Arbeit heißt natürlich, dass wir nicht nur die sogenannte produktive Arbeit, also die Produktion in Fabriken, Dienstleistungen, die Tätigkeiten, die in das BIP mit einfließen, sondern dass wir auch das sogenannte Reproduktive der Arbeit oder größer gefasst Care-Arbeit mit einziehen wollen in unseren Arbeitsbegriff. Care-Arbeit, also die Arbeiten wie Kochen, Putzen, Waschen, Kinder versorgen, Kinder abholen, sich um alte Menschen kümmern, kranke Menschen kümmern, aber auch die bezahlte Sorgearbeit im Krankenhaus, in der Altenpflege. Diese Arbeiten, um all diese Arbeiten soll es heute gehen und auch darum, dass wir dass die Trennung dieser beiden Arbeiten weiterhin momentan zu viel sozialer Ungleichheit führt, da die Sorgearbeit oft von Frauen, weiblich sozialisierten Menschen, Queers und auch von migrantischen Menschen geleistet wird und eben nach wie vor abgewertet ist, unterbezahlt und unsichtbar. Und die Frage ist also, wie kommen wir hin, wie können wir uns einen Arbeitsbegriff vorstellen und auch eine Arbeitsorganisation, in der das nicht mehr der Fall ist. Denn genau, wir brauchen gute Arbeitsbedingungen für jede Form der Arbeit und wir brauchen auch eine gute Arbeit für alle Menschen. Ja, das ist das Thema unseres heutigen Podiums. Und bevor es weiter ins Thema reingeht, freue ich mich, unsere verschiedenen Referentinnen vorzustellen. Genau, das ist einmal Katrin Mohr. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön von der IG Metall. Katrin Mohr arbeitet als politische Sekretärin in der Grundsatzabteilung des Vorstandes der Industriegewerkschaft Metall, IG Metall, vor allem zu Fragen der Zukunft der Arbeit und des Sozialstaats. Sie war zuvor Fraktionsreferentin für soziale Sicherung im Deutschen Bundestag und hat zum Zusammenhang von Arbeitsmarkt, Sozialpolitik und sozialer Exklusion promoviert. Hallo Katrin nochmal. Als nächstes begrüße ich ganz doll Gabriele Winker. Hallo Gabriele. Du bist Sozialwissenschaftlerin, Mitbegründerin des Netzwerks Care Revolution, Autorin auch des gleichnamigen Buches Care Revolution. Du forschst, lehrst und organisierst seit Jahren rund um das Thema Care-Arbeit und Care-Räte. Hallo auch an dich. Genau, und ganz besonders begrüßen möchte ich, jetzt haben wir leider wegen ein bisschen dem technischen Stress vorher nicht mehr geklärt, wie ich eure Namen korrekt ausspreche. Das tut mir leid, ich spreche nämlich kein Spanisch. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht nachher auch gerne selber nochmal mich korrigiert.
Aber ich möchte euch trotzdem begrüßen, Lise Vargas und Jan Rivas aus Venezuela von der Kooperative Secos de Sola. Toll, dass ihr heute dabei seid. Secos de Sola ist ein Netzwerk aus Kooperativen, das seit vielen, vielen Jahren in Venezuela in verschiedenen Arbeitsbereichen Arbeit kollektiv organisiert, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, in der Landwirtschaft. Ihr arbeitet dort ohne Chefs und mit einem Rotationsverfahren und mit gleicher Bezahlung. Und wir freuen uns sehr darauf, heute zu hören, wie das bei euch funktioniert, welche Erfahrungen ihr damit macht. Und ich möchte auch schon mal vorab Roche danken, der bei euch im Hintergrund sitzt und das Podium auch mit vorbereitet hat. Und vielen Dank schon mal an die Verdolmetschung. Genau, aber genug von mir, es geht ja um euch und eure Positionen. Deswegen würde ich gerne einsteigen mit der ersten Frage, mit der ersten Runde. Und gerne damit anfangen bei Katrin. Und zwar, ja, Katrin, was ist deine Utopie einer guten Zukunft der ganzen Arbeit? Ja, ich möchte vielleicht eine kleine Vorbemerkung machen, aber erstmal noch Hallo und guten Nachmittag von meiner Seite, weil das Alltagsgeschäft von Gewerkschaften ja nicht unbedingt die Produktion von Utopien ist, ne, sondern die Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder ganz konkret im Hier und Jetzt, im Betrieb, in betrieblichen Auseinandersetzungen, um Beschäftigungserhalt, um Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und vieles mehr. Der Abschluss von Tarifverträgen, die Entgeltbedingungen, Arbeitszeiten und so weiter regeln für ganze Branchen und damit unter Umständen für Millionen von Beschäftigten, ist weiterer Bestandteil des Kerngeschäfts von Gewerkschaften. Nicht zuletzt setzen sich Gewerkschaften auf politischer Ebene dafür ein, dass Gesetzgebung im Interesse ihrer Mitglieder an guter Arbeit und sozialer Sicherheit gestaltet wird. Um hierbei wirkmächtig zu sein, brauchen Gewerkschaften eine starke, mobilisierbare Mitgliedschaft, die auch bereit ist, in Auseinandersetzungen und Konflikten mit den Arbeitgebern zu gehen und notfalls auch zu streiken. Und deswegen ist eine Kernaufgabe von Gewerkschaften die Organisierung von Beschäftigten, die Gewinnung von Mitgliedern, die Entwicklung solidarischer Handlungsstrategien und Mobilisierung zu kollektivem Handeln zur Durchsetzung der Interessen der abhängig Beschäftigten. Dabei agieren Gewerkschaften aber natürlich wertemäßig nicht im luftleeren Raum oder bestimmen jedes Mal ihre Ziele oder Leitbilder neu in jeder Auseinandersetzung, sondern orientieren sich an Leitbildern oder Visionen von guter Arbeit, die sich ja letztendlich in dem Jahrhundert oder in den 150 Jahren der Industrialisierung herausgebildet haben und natürlich auch mit den gesellschaftlichen Veränderungen von Erwerbsarbeit auch verändert haben. Und dieses Leitbild von guter Erwerbsarbeit möchte ich hier kurz skizzieren. Also ich denke nämlich, dass das tatsächlich die Utopie ist, oder vielleicht können wir nachher auch über den Utopiebegriff nochmal sprechen, aber das Leitbild, die Vision oder wenn man so will, auch die Utopie von gewerkschaftlichem Handeln ist gute Arbeit im Sinne von guter Erwerbsarbeit für alle. Wir sind als Gewerkschaften davon überzeugt, dass in einer Gesellschaft, die auf abhängiger Erwerbsarbeit oder Lohnarbeit beruht, der Zugang aller zu guter Erwerbsarbeit die Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe ist. Arbeit ist in unserer Gesellschaft aber eben auch nicht nur Quelle von Einkommen, von Lohn und Brot, sondern auch von Anerkennung, Identität, Eingebundenheit in soziale Beziehungen, kurz sozialer Teilhabe. Der Zugang zu guter Erwerbsarbeit muss daher allen Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe und Herkunft, welcher sexuellen Orientierung, welcher körperlichen und geistigen Kapazität, möglich sein. Und die Bedingungen der Erwerbsarbeit müssen für alle gut gestaltet werden und eben auch Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse einzelner oder dieser verschiedenen Gruppen nehmen. Wir als Gewerkschaften wollen keine Gesellschaft, die zerfällt in die eine Gruppe, die Erwerbsarbeitet, manchmal bis zum Umfallen, und andere, die keine Erwerbsarbeit haben.
nicht zerfällt in die einen, die hochbezahlte, hochqualifizierte Arbeit haben und die anderen, die in mies entlohnten Niedriglohnjobs mal luchen müssen. Wir wollen nicht, dass die Gesellschaft zerfällt in diejenigen, die Erwerbsarbeit machen und die anderen, die meist die Frauen, die Sorgearbeit machen. Wir wollen stattdessen Arbeit gerecht verteilen und allen Zugang zu guter Erwerbsarbeit und die Vereinbarkeit mit anderen Tätigkeiten und Bereichen des Lebens ermöglichen. Dabei geht es uns nicht um Teilhabe an irgendeiner Erwerbsarbeit, sei sie noch so schlecht bezahlt, gesundheitsgefährdend oder entfremdet. Es geht uns um Teilhabe an guter Arbeit, guter Erwerbsarbeit. Das heißt für uns, erstens, Arbeit darf nicht krank machen. Sie muss so gestaltet sein, dass Menschen dauerhaft gesund bleiben, physisch und psychisch. Und dafür brauchen wir wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben. Wir brauchen mehr Gestaltungsspielräume für die Beschäftigten und Möglichkeiten mitzuentscheiden. Zweitens, Arbeit muss gut entlohnt sein. Das heißt, allermindestens muss sie gewährleisten, dass jemand seine eigene Existenz, aber auch seine Alterssicherung davon bestreiten kann. Darüber hinaus, über dieser Mindestlinie in Deutschland ist das der gesetzliche Mindestlohn, sollten unserer Ansicht nach eben mit Gewerkschaften ausgehandelte Tarifverträge die Arbeitsbedingungen regeln und für alle in der Branche einheitlich bestimmen. Drittens, Arbeit muss sicher sein. Sie muss berufliche Perspektiven und Perspektiven für die eigene Lebensplanung bieten. Und damit vertragen sich Werkverträge, Befristungen, Minijobs und ähnliche Formen der prekären Arbeit eben nicht. Arbeit muss selbstbestimmt sein. Sie muss genügend Raum für andere Tätigkeiten und Lebensbereiche lassen. Und das heißt für uns, Arbeitszeiten müssen individuell und kollektiv so gestaltet werden, dass Familie und Beruf, Ehrenamt, Weiterbildung und Muße mit Erwerbsarbeit vereinbar sind. Das heißt auch, dass Menschen in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Wahloptionen brauchen für kürzere Arbeitszeiten oder für Auszeiten, um sich anderen Tätigkeiten im Leben zu widmen und dass diese sozial abgesichert sein müssen. Arbeit muss fünftens mitbestimmt sein. Nicht der Chef allein darf sagen, wo es lang geht. Die Belegschaften müssen über ihre Interessenvertretung und gewerkschaftlichen Strukturen mitreden und mitentscheiden dürfen, mitbestimmen dürfen. Nicht zuletzt muss Wirtschaft und Arbeit ökologisch verträglich sein. Und das heißt eben auch, dass wir unsere Industriegesellschaft umbauen müssen hin zu ökologischer Verträglichkeit, Klimaverträglichkeit und diesen Umbau sozial gestalten. Heutzutage sieht die Arbeitswelt in vielen Bereichen ganz anders aus, das wisst ihr, das wissen Sie alle. Arbeit ist vielfach unsicher, prekär, schlecht entlohnt, manchmal sogar gesundheitsgefährdend. Vielfach entziehen sich Arbeitgeber der betrieblichen Mitbestimmung, hintertreiben gewerkschaftliche Organisierung und die Wahl von Betriebsräten. Arbeit ist häufig auch nur schwer vereinbar mit anderen Bereichen des Lebens und in der Sphäre der Erwerbsarbeit wird häufig ausgeblendet, dass Menschen mit Familie, beschäftigte Menschen mit Familien, mit Kindern, mit pflegebedürftigen Angehörigen, aber auch mit eigenen Interessen, ehrenamtlichen Aufgaben, politischem Engagement und so weiter sind, für das sie Zeit und auch Flexibilität brauchen. Ein großer Teil der Erwerbsarbeit ist heute immer noch eingebettet in eine Produktions- und Lebensweise, die die Grenzen dessen sprengt, was planetarisch verträglich ist. Dem setzen wir unsere Vision von guter Erwerbsarbeit für alle entgegen, die ich eben skizziert habe. Sie ist keine Utopie im Sinne einer fernen, schönen, kaum zu realisierenden Vorstellung, sondern eine konkrete Utopie. Das bedeutet nach Ernst Bloch eine Utopie, die an den bestehenden Verhältnissen, Tendenzen und Kämpfen anknüpft und eine realistische Perspektive auf Veränderung bietet. Oder in Blochs Worten, ein Prozess der Verwirklichung, in dem die näheren Bestimmungen des zukünftigen tastend und experimentierend hervorgebracht werden. Danke erstmal.
Ja, vielen Dank, Katrin, für das Eingangsstatement. Ich möchte gerne einfach direkt das Wort weitergeben an Gabriele Winker zum Thema Utopie einer guten Arbeit, einer Zukunft der guten ganzen Arbeit für alle. Ja, danke Mia und überhaupt euch vom Konzeptwerk ganz viel Dank für diese wahnsinnstechnische Arbeit, die da im Hintergrund notwendig ist. Das war mir in der Tragweite überhaupt nicht klar. Also es ist schon eine Leistung, dass wir hier jetzt überhaupt miteinander reden können. Gut, und erstmal herzlich willkommen alle, die zuhören. Ich hoffe, dass wir noch irgendwie in die Diskussion miteinander kommen, zumindest im kleineren Maße. Schauen wir mal, wie das geht. Aus meiner Erfahrung heraus ist es eben notwendig, ganz vielleicht etwas anders als Katrin das sagt, wobei ich mit Katrin viel übereinstimmen würde, wenn es dann um Transformation geht. Aber für mich, für die konkrete Utopie, denke ich schon, dass die unentlohnte, also insbesondere die familiäre Sorgearbeit, aber die freiwillige Arbeit, auch die politische Arbeit bei der Entwicklung einer konkreten Utopie ins Zentrum gestellt werden muss. Denn auch 50 Jahre nach den Erkenntnissen der zweiten Frauenbewegung ist ja nach wie vor gesellschaftlich abgewertet und findet selbst in sozialen Bewegungen und schon gleich gar nicht oft in der kritischen Wissenschaft Beachtung. Die Konsequenz ist dann, dass viele Menschen, insbesondere Frauen, an die Grenze ihrer Kräfte geraten, wenn sie dann noch versuchen, neben den hohen Anforderungen der Erwerbsarbeit gut für sich und andere zu sorgen. Und um nun die Abwertung der unentlohnten Sorgearbeit tatsächlich zu durchbrechen, gilt es meines Erachtens perspektivisch, die für den Kapitalismus so wahnsinnig funktionale Sphärentrennung zwischen entlohnter Arbeit hier und unentlohnter Arbeit dort aufzuheben. Das bedeutet jetzt nicht, dass jetzt auch noch alle bisher unentlohnte Sorgearbeit entlohnt und damit auch dieser Bereich dem Kostendruck und der Leistungskontrolle unterworfen werden soll. Vielmehr geht es darum, die Entlohnung von Arbeit zu überwinden und Arbeit in ihrer unentlohnten, direkt auf die Befriedigung von Bedürfnissen gerichtete Form zu verallgemeinern. Klar ist, diese Utopie ist im Kapitalismus nicht zu verwirklichen, da Kapitalverwertung Lohnarbeit voraussetzt. Und dennoch ist dies kein schöner Traum, sondern tatsächlich realisierbar. Dies zeigen heute bereits die vielen Menschen, die insbesondere in Familien vielfältige, für sie sinnvolle und notwendige Tätigkeiten ausführen, auch wenn sie dafür überhaupt nicht bezahlt werden. Dies gilt aber auch für Gemeinschaften oder Commons, in denen Menschen über die Arbeitsteilung unter Mitsprache aller entscheiden. Aber auch die vielen Menschen, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im BürgerInnenverein engagieren, fragen ja nicht danach, welchen Gegenwert ihre Tätigkeit einbringt. Und auch all die politisch Aktiven kümmern sich doch nicht, die sich wirklich teils tagtäglich um eine sozial verträgliche und ökologische nachhaltige Gesellschaft kümmern, die fragen doch nicht danach, ob sie dafür entlohnt werden oder nicht. In einer solidarischen Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle, wird es also, wie bereits gesagt, nicht nur keine entlohnte Arbeit mehr geben, sondern auch kein Geld mehr. Denn das Geld war bisher das Mittel, den Anteil der Einzelnen am gesellschaftlichen Produkt zu beschränken. In einer solidarischen Gesellschaft haben dann alle Zugang zu dem, was sie benötigen und was von ihnen oder anderen hergestellt worden ist. So ist es möglich, dass in dieser Gesellschaft alle Personen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Gleichzeitig tragen aber alle zur gesellschaftlich notwendigen Arbeit bei, und zwar in dem Maße, wie es für sie angemessen ist. Sie entscheiden selbst über die Tätigkeiten, die sie ausüben wollen und auch über deren Ausmaß. Keinesfalls soll ein Zwang bestehen, bestimmte Arbeiten auszuführen, sondern es gilt, eine Gesellschaft so zu gestalten, dass jede Person ihre Fähigkeiten einsetzen kann für den Bau von Wohnungen, beim Anbau ökologisch produzierter Lebensmittel oder in der Energieversorgung, aber eben auch für die Sorge für sich und andere, so wie es eben den jeweiligen Bedürfnissen entspricht. Da ja nur nicht jede Person das herstellen kann, was sie selbst benötigt, besteht die große Aufgabe darin, die freie Wahl der Tätigkeit mit dem in Einklang zu bringen, was für die Bedürfnisbefriedigung aller zur Verfügung stehen muss.
Hierzu gibt es bereits eine Reihe von Überlegungen zu Koordinationsformen, die auf allgemein zugänglichen Informationen und dem Prinzip der Hinweisgebung beruhen. Gesellschaftliche Entscheidungen, beispielsweise welche Aufgaben bei knappen Ressourcen zuerst angegangen werden, sollten möglichst dezentral von allen Beteiligten durch Gespräche und Absprachen vor Ort getroffen werden. Im direkten Bezug aufeinander können Menschen die Bedürfnisse anderer wahrnehmen und sie in ihre Entscheidung einbeziehen. Gibt es dann widerstreitende Interessen und Konflikte? Können auch Lösungen akzeptabel sein, mit denen sich nicht die Bedürfnisse aller in vollem Umfang befriedigen lassen? Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Menschen in Gesprächen die Dringlichkeit eines Bedarfs bei einer anderen Person verstanden haben. Auf überregionaler Ebene werden diese Entscheidungen von Räten vorbereitet, in die Delegierte entsandt werden, die ein imperatives Mandat haben und in ihrer Community verantwortlich sind. Entschieden werden kann dann über Volksentscheide. Das kann beim Aufbau einer Spezialklinik oder eines Mobilitätssystems, überregionale Absprachen, bei ökologischen Problemen weltweite Absprachen erfordern. Insgesamt möchte ich noch einmal betonen, dass in einer solchen solidarischen Gesellschaft keine privatwirtschaftliche Orientierung an Profiten auf Kosten von menschlicher und nichtmenschlicher Natur mehr gibt und damit auch kein Interesse mehr, das zu einer Schädigung sozialer Beziehungen oder der Ökosysteme führt. Vielmehr lassen sich in einer solidarischen Gesellschaft Rahmenbedingungen für ein gutes Leben realisieren, in der es neben der eigenen Arbeit für das Gemeinwohl auch Zeit gibt für Selbstsorge, Zeit für Muße, aber auch Zeit für gemeinsames politisches Handeln. Wie konkret unter diesen Rahmenbedingungen Menschen tatsächlich ihr Zusammenleben und ihre Sorgebeziehungen entsprechend ihren Fähigkeiten und nach ihren Bedürfnissen gestalten, können wir heute nur erahnen. Allerdings lässt sich davon ausgehen, dass Menschen in einer solchen solidarischen Gesellschaft deutlich mehr aufeinander achten, als dies heute in einer Gesellschaft voller Konkurrenz der Fall ist. Danke. Vielen Dank, Gabriele, für diesen ersten Beitrag. Ja, jetzt freue ich mich total von Lise, von euch, zu hören, wie ihr denn bei Secos de Sola Arbeit organisiert, wie ihr Arbeit denkt, wie eure Utopie der Arbeit aussieht. Die Technik. Wie bei euch die Utopie der Arbeit aussieht. Und Gabriele und Katrin, wenn irgendwas jetzt nicht passt mit der deutschen Verdolmetschung, dann gebt ihr mir nochmal ein Zeichen, dann unterbrechen wir kurz und klären das. Genau, und ansonsten übergebe ich jetzt das Wort an euch. Also ich habe weiterhin Error 404, wenn ich dieses Link aufrufe. Ich auch. Und okay, kleine. Hola. Hola. Se escucha. Hola, se escucha. Hola, hola. Hola. Wir können euch hören. Okay, wir hören euch super auf jeden Fall, vielen Dank. Und also bei mir funktioniert der letzte Link von unten im Chat, den Mike um 14.51 Uhr Jetzt geht es. Hast du das auch öffnen können, Gabriele? Ja, super. Okay, dann... Ja, jetzt geht's los. Dankeschön. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, soy Janeri. Estamos muy, muy agradecidas por esta invitación que nos han hecho. Y bueno, hoy nosotros queremos compartir nuestra utopía que venimos realizando desde hace más de 52 años aquí en Secos y Sola. Ajá.
Somos un organismo de integración con una red de producción de bienes y servicios que reúne asociadas y asociados de los sectores populares en Venezuela, y estamos ubicados en 7 estados federales de los 24 estados que tenemos en Venezuela. Desarrollamos diferentes actividades concretas, como somos 23.000 familias protegidas a través de nuestros servicios funerarios. Aproximadamente 100.000 familias compramos en nuestra red de mercados comunitarios. 280 familias conformamos, 17 organizaciones de producción agrícola. Gestionamos 6 centros de salud con capacidad de atender a 220 pacientes al año. 220.000 pacientes al año. Y tenemos 7 pequeñas unidades de producción comunitaria. Bueno, nuestra red está conformada por 50 organizaciones autónomas que integramos más de 1.200 trabajadoras y trabajadores asociados, en una proporción más o menos entre 520 mujeres y 680 hombres. Bueno, nuestras actividades las desarrollamos más que un trabajo, porque entendemos que el trabajo, bueno, es como una excusa para nuestro encuentro diario. Intentamos hacer un proceso de relaciones de transformación cultural con este sistema que tenemos establecido. Participamos sin estructuras jerárquicas, como lo habían dicho los moderadores, sin líneas de mando. Somos personas de la misma comunidad que, bueno, nos autogestionamos y autofinanciamos estas actividades. Bueno, ¿cómo las vamos haciendo? ¿Cómo las vamos desarrollando nuestras actividades? Bueno, nosotros nos reunimos permanentemente. Nuestras reuniones son sin directora o directores de debate. No practicamos la votación, no son reuniones así formales, son más que todo conversatorios que tenemos entre compañeras y compañeros, y allí se van tomando decisiones. De allí nos animamos, pues, todos a tomar decisiones en el momento que sea necesario. A veces tomamos decisiones allí en esas reuniones, como a veces también tomamos decisiones, se pueden tomar decisiones 2 o 3 personas si así es posible. Bueno, las decisiones que nosotros vamos tomando son consensuales. En cuanto vamos haciéndolos coherentes en los criterios colectivos, fundamentados en la responsabilidad, en la equidad y en el apoyo mutuo. De lo contrario, los responsables deben asumir estas consecuencias. Bueno, cualquier decisión está sujeta a reconsideración. Podemos plantear una situación en una reunión amplia y, bueno, si no llegamos a un acuerdo, lo volvemos a conversar más adelante. O, como bien, podemos llegar a un acuerdo, y si hay un compañero que no ha estado en esa reunión y no le parece lo que habíamos conversado, se vuelve a retomar el planteamiento. Sobre todo si está en base a los criterios que ya, los fundamentos que ya tenemos, que es de responsabilidad, de equidad y de apoyo. Bueno, esta está acompañada por la libertad de la reflexión permanente sobre lo que vamos haciendo a diario. Es fundamental para nuestro desarrollo y transformación, tanto en lo personal como en el colectivo. Bueno, recientemente tuvimos una experiencia con un hijo de nuestro compañero Karen Eduardo, Jeremías, un niño, sufrió una enfermedad muy fuerte, que su vida dependía de un medicamento. El medicamento estaba súper costoso. Nosotros no podíamos esperar una reunión para tomar esa decisión, qué hacer para la compra de dicho medicamento. Bueno, ahí 2 o 3 personas tomaron esa decisión de comprarlo, aún sabiendo la responsabilidad que esto ameritaba y confiando en los otros compañeros que luego sabíamos que nos iban a apoyar, porque el criterio de la solidaridad está muy presente entre nosotros. El criterio de ser solidarios está allí muy presente. Y del apoyo mutuo. Bueno, por otro lado, nosotros decimos que somos diferentes a lo que llamamos sueldos y salarios en las empresas. Nosotros aquí en Secosesola le llamamos anticipo societario.
Porque es la asignación de nuestro recurso, o sea, que recibimos cada asociado o cada asociado por nuestra participación en SECOCESOLA. Lo establecemos con criterios de equidad. Tomamos en cuenta muchas veces la equidad, porque tenemos, por ejemplo, familias que tienen hijos menores de 15 años y cobran o reciben, perciben un anticipo mayor que una persona que puede tener 30 años de la organización. Sin embargo, allí tomamos en cuenta la carga familiar o los gastos que tiene adicional ese compañero con relación a la otra persona. Y bueno, por otro lado, también tenemos en nuestra organización hay compañeros de diferentes profesiones ahí, o sea, no, el anticipo de nosotros es igual en este sentido, o sea, puede ser que un compañero tenga su profesión de abogado, puede ser licenciado, ingeniero, dentro de nuestra organización tenemos compañeros así, como también hay compañeros que no tienen esa profesión. Y sin embargo, los anticipos son iguales, si tenga alguna profesión, o sea, no hacemos definición ni de edad, ni de sexo, todo en ese sentido ganamos el mismo, percibimos el mismo anticipo societario. Bueno, en estos momentos le paso a la compañera del ISEX Vargas, que va a continuar conversando y de nuestra organización, de cómo lo vamos haciendo y cómo lo vamos gestionando. Gracias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Lisette Carolina Vargas Cambero. Continuando justamente con la exposición que nos compartía Yaneris, mira, nosotros queremos compartir que esta innovadora forma de gestión, dentro de lo que ya dijimos, toma de decisiones permanentes, asumiendo la responsabilidad personal y colectiva, como personas integradas, tenemos los mismos ingresos de forma equitativa, no tenemos estructuras jerárquicas definidas. Nosotros también practicamos la rotación de tareas y realizamos intercambio dentro de la misma red. Ya mencionábamos que somos 50 organizaciones, que son entre productores, productoras en el campo, otras cooperativas de servicios múltiples, diversas organizaciones, todas sin fines de lucro, esto es importante mencionarlo. Entonces, bueno, nos promovemos justamente esta rotación permanente dentro de cada actividad como con otras organizaciones. Entonces, claro, esto es una cosa bien interesante porque nos permite ir desdibujando estas jerarquías, ir desdibujando todo lo que es la apropiación, no encasillarnos en una misma actividad, nos permite ir desdibujando las competencias, porque bueno, porque si voy a ganar lo mismo, si no necesito que de alguna otra manera competir con el otro, porque eventualmente voy a estar en esa actividad, pues justamente se desarrollan es mucho más mecanismos de cooperación y solidaridad. Nosotros nos motivamos justamente en este proceso de rotación a compartir todos los conocimientos y saberes que vamos teniendo, y eso nos permite una visión cada vez más global. Claro, hay que decirlo, no por todos los espacios rotamos. En mi caso, no voy a hacerle el quite a un médico porque mi profesión no es ser doctora. Sin embargo, un médico, un doctor de una especialidad no necesariamente va a estar encasillado en esa actividad, sino que lo vamos a poder ver en una caja en nuestros mercados comunitarios, eventualmente va a poder estar apoyando en las cocinas de nuestros comedores, en fin, donde la persona desee y quiera incorporarse, está la libertad para ello. Nosotros pues compartir
que es nuestra columna vertebral, como se cose sola, realmente es el proceso de transformación. Y cuando hablamos de un proceso de transformación, es un proceso de transformación que parte desde el aprendizaje permanente. Justamente partimos de lo que somos, inmersos en una cultura donde impera el individualismo, la competencia, las separaciones, el aprovechamiento. En esta cultura que es real, las aspiraciones de poder, justamente nosotros entendemos que es un proceso educativo lleno de desafíos, lleno de muchos retos, lleno de muchos altibajos, porque esto nos ayuda a que justamente nos hacemos una invitación permanente a que lo reflexionemos. Nosotros solemos reunirnos mucho, o solíamos en tiempos de coronavirus, ahora las reuniones están mucho más distanciadas, sin embargo la invitación es justamente a evaluar nuestra cotidianidad, evaluar nuestro día a día, reflexionar cada vez que emergen todas estas actitudes que son las que verdaderamente queremos ir cambiando para ir transformándonos como seres humanos en unas personas que desarrollemos relaciones de respeto mutuo, de equidad, de solidaridad, de cooperación, de identidad, de equidad, que mencionaba Janeris hace unos minutos. De alguna u otra manera, hasta ahora no hemos hablado del trabajo como trabajo, porque para nosotros son actividades que vamos desarrollando. Estas actividades nos permiten esto que acabo de decir, o sea, las vemos como una excusa para encontrarnos y que poco a poco vamos, gracias, y que poco a poco vamos trascendiendo el, más que un buen trabajo, un buen modo de vivir, un estilo de vida, que no solamente nos respetemos como seres humanos, como una unidad, como uno solo, sin separaciones, sino como ya nuestras compañeras Gabriel y Catherine han dicho, con un verdadero respeto a la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, somos uno solo y somos responsables y corresponsables, y tenemos que asumir con responsabilidad cada una de las acciones que como humanidad le estamos haciendo al planeta. Entonces, bueno, estamos muy agradecidas, Janeris y yo, como se cose sola, honrados, nos sentimos realmente honradas de que se nos haya permitido compartir este espacio. Nuestro deseo es que nuestra experiencia sirva de inspiración, no más. Entendemos que hay comentarios de que nosotros no podemos ser copiados. Creemos que, bueno, aunque pequeños en el mundo, no somos tan pequeños en nuestro país, pues realmente estamos en la tercera parte de los estados de nuestra Venezuela. Y bueno, finalmente nuestra utopía es construir aquí y ahora ese mundo que queremos en el futuro. Así que muchísimas gracias. Wow, Gabriele und Katrin, habt ihr wieder umgeschaltet, könnt ihr mich hören? Ja, super. Ja, Lisette und Janeris, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diesen Eindruck. Könnt ihr euer Mikrofon wieder ausschalten? Ja, super. Dankeschön. Ich bin ehrlich gesagt noch sehr beeindruckt von eurer Erzählung gerade und finde das definitiv eine große Inspiration,
Da steckt so viel drin in eurem Beispiel und ich habe ganz großen Respekt davor, dass ihr da so viel lebt, wovon wir, glaube ich, hier im deutschen Kontext die ganze Zeit reden. Hierarchiefreiheit, Tätigkeiten, Arbeit als Tätigkeiten zum sich treffen und auch seit wie vielen Jahren und in welcher Größenordnung ihr das so macht, finde ich wirklich, finde ich einfach sehr beeindruckend und freue mich deswegen, dass ihr davon heute erzählen könnt, weil wir das definitiv als eine Utopie und als eine Inspiration mitnehmen können. Du hast gerade auch ganz viel von Transformation gesprochen, von Solidarität, von immer wieder sich Zeit nehmen für Reflexion und ich habe den Eindruck, dass ihr schon ganz viele Schritte gegangen seid hin zu etwas, was wir eine Utopie der Arbeit nennen würden. Und für den deutschen Kontext oder auch den mitteleuropäischen Kontext würde ich jetzt gerne nochmal an Katrin und an Gabriele die Frage stellen. Also der Kongress ist ja auch dafür da, genau diese Utopien zu spinnen, diese Utopien zu hören aus anderen Ländern oder Gruppen, wo Teile gelebt werden. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wie kommen wir denn da überhaupt hin? Wie kommen wir zu einem neuen Verständnis von Arbeit? Gabriele hat ganz viel gesagt, es braucht es soll keine entlohnte Arbeit mehr geben, kein Geld mehr geben. Es muss das Lebensnotwendige ins Zentrum gestellt werden. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und wir sind ja hier mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven jetzt gerade, was immer sehr bereichert ist für ein Podium. Und mich interessiert aus eurer Perspektive, also Katrin jetzt zum Beispiel für die IG Metall, was sind erste Schritte deiner Meinung nach für Transformationsprojekte, für den Weg zu einer Utopie von einer anderen Arbeit? Entschuldigt bitte, bin ich aus Versehen wieder stumm geschaltet. Ich kann das, also sozusagen, das ist ja ein weites Feld, was gibt es auch an Kämpfen schon jetzt und an Auseinandersetzungen und Ansätzen, Arbeit hin zu einer guten Arbeit zu verbessern, wie ich sie skizziert habe. Ich will ein paar zentrale Felder nennen. Also einerseits ist natürlich der Kampf um gute Löhne ein ganz zentraler Punkt. Da geht es ja nicht nur um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zwischen Kapital und Arbeit, sondern es geht darum, ob Menschen gut von ihrer Erwerbsarbeit leben können. Und deswegen sind halt Kämpfe um Tarifbindung, um Tarifrunden, also Entgeltsteigerung, aber auch um die Erhöhung des Mindestlohns ganz zentrale Projekte. Dann natürlich alles, was um Arbeitsbedingungen geht, gegen Arbeit, die krank macht, also gegen Druck, gegen Stress, gegen Arbeitsverdichtung. Alles, was sozusagen in der Hinsicht hilft, Arbeit humaner. Es gab mal dieses Schlagwort von der Humanisierung der Arbeitswelt. Also was Arbeitsbedingungen besser, gesünder, mitbestimmter macht. Ne? Das ist ein Ansatzpunkt im Hier und Jetzt. Dann auch die Eindämmung von prekärer Beschäftigung, weil sie eben schädlich ist für Sicherheit und für Planung von für Lebensperspektiven, ist eine wichtige Baustelle. Dann die Auseinandersetzung um Arbeitszeiten. Wer bestimmt oder über die Arbeitszeit? Ne? Wir brauchen Arbeitszeiten, die zum Leben passen, zu verschiedenen Lebensphasen passen, zu den eigenen Bedürfnissen und Lebenssituationen. Und da sind eben solche Auseinandersetzungen um Arbeitszeitverkürzung, um Wahloptionen in der Arbeitszeit, auch Dinge wie Vier-Tage-Woche, die IG Metall jetzt in den Raum geworfen hat, auch zur Beschäftigungssicherung, aber eben auch für mehr Vereinbarkeit zwischen Erwerbsarbeit und Sorgearbeit, anderen Tätigkeiten im Leben, ist es natürlich ganz zentral, ne, dass Arbeit nicht Vollzeitarbeit plus noch Überstunden ist, sondern tatsächlich Arbeitszeiten vielleicht eher um sowas wie kurze Vollzeit kreisen,
was auch individuell dann nochmal unterschiedlich sein kann, was aber auch dazu hilft, dass wir Arbeit auch im Sinne von der ganzen Arbeit in der Familie, in Partnerschaften, in Lebenskonstellationen, wo wir Sorgearbeit leisten, besser auch unter den Beteiligten verteilen können und vereinbar machen können mit Erwerbsarbeit. Ein weiterer Punkt ist der Kampf um soziale Sicherheit in allen Lebenslagen. Also dass sozialstaatliche Absicherung, nicht nur diese klassischen Risiken der Erwerbsarbeit, die müssen nach wie vor natürlich abgesichert sein, ne? Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Alter und so weiter, aber dass eben auch eben Zeiten der Kinderbetreuung, der Pflege und so weiter vom Sozialstaat ordentlich abgesichert werden. Auch das ist ein Kampf um bessere Bedingungen in der Erwerbsarbeit, weil man dann eben auch die Chance hat, auch mal zeitweise da rauszugehen. Ganz wichtiger Punkt, ökologischer Umbau oder Einbettung der Arbeit in eine ökologische Wirtschaft. Also da geht es um Entwicklung klimaverträglicher Produkte und Produktionsprozesse und von Schaffung von Beschäftigung in neuen Bereichen. Qualifizierung der Beschäftigten für diese Bereiche und um sowas wie, ja, wir würden sagen, qualitatives Wachstum oder grünes Wachstum. Letzter Punkt, die Stärkung von Mitbestimmung oder man kann auch Demokratisierung sagen, ne? Also die Mitbestimmung in Unternehmen über die eigenen Arbeitsbedingungen und so weiter. Das ist ja auch sozusagen, was die Verfügbarkeit über Erwerbsarbeit von Seiten der Beschäftigung erweitert. Und deswegen ist auch der Kampf um Mitbestimmung sehr zentral. Okay, einige Schritte zu gehen. Gabriele, die gleiche Frage an dich. Welche Schritte, welche Anknüpfungspunkte für Kämpfe siehst du für die Transformation hin zu einer ganzen? Ja, zuerst einmal herzlichen Dank an Lisette und Janeri. Das macht einfach Mut, wenn ihr erzählt, ihr seid an einem ganz anderen Punkt als wir sind. Und das macht aber Mut, dass es sich lohnt, groß zu denken und weiterzudenken. Und ich komme ja nun vom Netzwerk Care Revolution, das ist jetzt seit 6 Jahren bundesweit aktiv. Und unser Hauptcredo ist immer, der grundlegende Perspektivenwechsel muss her. Wir setzen halt wirklich drauf, dass es darum geht, die Bedürfnisse zu befriedigen. Und zwar aller Menschen, da gibt es niemand auszuschließen. Und das höre ich bei euch, bei Chico Sesola auch so schön, alle einzuschließen und wirklich Bedürfnisse befriedigen, nicht umfassend, aber ohne jemanden auszuschließen und nicht auf dem Rücken anderer. Das ist für uns erstmal sehr zentral und daraus kommen dann einzelne Ansatzpunkte, die wir insbesondere vertreten. Ich sage es mal im Überblick, das ist einmal die Verkürzung der allgemeinen Erwerbsarbeitszeit, das Ausbau des Sozialstaats, da bin ich wieder, und ist Demokratisierung, da bin ich auch bei Katrin, und ist eben auch eine Unterstützung von solchen ganz kleinen Leuchttürmen, die wir ja in der Bundesrepublik auch schon haben, die auch schon arbeiten und leben und anders. Also das sind die 4 Bereiche und ich fange jetzt einfach mal an mit der Erwerbsarbeit und da würde ich schon sagen, das Ziel ist, die zurückzudrängen. Und natürlich geht es nur schrittweise und der erste Schritt ist eben, weil ich meine, ansonsten wird es immer eine Hochbelastung geben zwischen dieser unentlohnten Arbeit und dieser Erwerbsarbeit. Wir werden da nicht rauskommen und der erste Schritt ist eben die Vollzeiterwerbsarbeit wirklich jetzt auch mal zügig mit diesen 4-Tage-Wochen für Menschen mit Sorgearbeit ist es manchmal auch besser, die 5x6 Stunden Tage zu nehmen, aber eben auf maximal 30 Stunden Woche zu verkürzen. Und zwar für alle. Tatsächlich ist übrigens auch ein ökologisches Begründung. Da gibt es ganz viele Begründungen früher, natürlich auch die Begründung der Erwerbslosigkeit. Und dann hätten wir die Situation, dass alle erwerbsfähigen Personen höchstens eine kurze Vollzeit mit aus Sicht der Beschäftigten steuerbaren, flexiblen Langzeitkonten hätten. Wichtig ist dabei, dass es einen Lohnausgleich gibt, aber für die schlechter verdienenden Beschäftigtengruppen. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass ich auch noch einen Lohnausgleich kriege als Hochschullehrerin. Das kann ja wohl nicht Sinn der Übung sein. Und es vor allem darum geht, die Arbeitsintensität wirklich nicht weiter zu erhöhen und eher zu verringern.
Und damit würden wir wirklich das gesamte Volumen der Erwerbsarbeit in dieser Gesellschaft reduzieren und wären gezwungen, eine Debatte zu führen, welche einzelnen Wirtschaftsbereiche nun ausgebaut und welche abgebaut werden müssten. Das ist doch spannend zu sagen, welche Güter brauchen wir denn überhaupt gar nicht? Und das heißt ja nicht, dass das Personal oder die Beschäftigten dann auf der Straße gehen, sondern wir brauchen eine Weiterbildung, Umbildung und alles Mögliche. Und welche wollen wir ausbauen, trotz Verkürzung dieses Gesamtarbeitsvolumens? Das ist der Gesundheitsbereich und ist der Bildungsbereich wahrscheinlich und wahrscheinlich noch viele andere Bereiche. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so eine richtig, das Gesamterwerbsarbeitsvolumen zu verkürzen, ein richtig großer, auch ökologischer Schwerpunkt sein könnte, weil wir dann tatsächlich nur so als ein Stein von ganz vielen natürlich, aber da überhaupt die Chance hätten, diese Erderwärmung auf diese 1,5 Grad zu begrenzen. Wenn wir nach der Pandemie einfach weiter fliegen und Auto bauen, dann werden wir da nie landen. Und das ist für mich verheerend, vor allem für die Generation, die nach mir leben wollen. Ferner ist wichtig, schrittweise die Löhne und Gehälter anzugleichen. Und da bin ich Checo Sisola auch total dankbar, dass Sie das so erwähnt haben. Denn es ist doch, also auch unser Ziel ist eine möglichst weitgehende Nivellierung der Einkommensdifferenzen. Und natürlich für Kinder zusätzlich, aber für die einzelnen Personen Nivellierung, sodass zukünftig die Forderung, die ist in der Gesellschaft ja völlig verpönt, gleicher Verdienst pro Erwerbsarbeitsstunde, klingt ja für alle schon völlig utopisch. Damit bin ich aufgewachsen, das schien erreichbar. Das ist doch normal, also wenn ich Studentin bin und die Chance habe, so und so lang mich zu bilden, dass ich da nicht mehr pro Erwerbsarbeitsstunde noch mehr verdienen wollte. Ich habe es dann verdient. Das ist einfach nur ungerecht. Und damit haben wir einen Einstieg, das ist einmal unabhängig vom Umfang der geleisteten Erwerbsarbeit, völlig unabhängig von dem, was ich mache, tatsächlich einen Betrag X gibt, von dem Menschen eben auch leben können. Und damit kommen wir ein Stück weit dann raus aus dieser besonderen entlohnten Sphäre der Arbeit. Und das halte ich nur für Konsequenz, denn schließlich arbeiten wir heute bereits im großen Umfeld unentlohnt. Das ist in Deutschland mehr als die Hälfte, was unentlohnte Arbeit ist. Das ist eigentlich die Haupttätigkeit in dieser Republik. Dann ist es natürlich klar, es muss schon parallel zum Zurückdrängen der Erwerbsarbeit existenzielle Absicherung geben für alle. Das ist meiner Ansicht nach eine Grundvoraussetzung für gelingende Sorgebeziehungen. Auch wird nicht umgesetzt, obwohl es gibt die Möglichkeit, es abzusichern durch das bedingungslose Grundeinkommen. Kann von mir aus auch ein anderes Konzept sein, das sage ich jetzt aber auch schon seit 6 Jahren. Ein anderes Konzept ist bisher nicht in der Debatte. Hartz IV ist es auf jeden Fall nicht. Ist eine Zumutung für alle Menschen, die darunter leben müssen. Dann brauchen wir selbstverständlich, das hat Katrin auch schon gesagt, umfassende Bürgerinnenversicherung, das ist diese Sozialversicherung, in die auch tatsächlich alle Einwohnerinnen einzahlen. Und auf dieser Basis lässt sich dann auch eine Pflegeversicherung organisieren, die alle anfallenden Pflegekosten übernimmt und damit die Belastung von Angehörigen deutlich verringert, aber auch die Situation von migrantischen Beschäftigten in diesen Haushalten deutlich verändern könnte. Dass in dem Bereich der Infrastruktur die Bereiche Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege ausgebaut werden müssen, das ist, glaube ich, langsam Allgemeinplatz, auch wenn wir nicht vorankommen, richtig großartig nicht vorankommen in den Gesundheitskämpfen, hat es kleine Fortschritte gegeben, das ist schon mal gut. Und dabei ist ja auch klar, die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Also es muss mehr Personal in diese Bereiche rein, dass es überhaupt humane Arbeitsbedingungen geben kann. Und da müssen auch die Verdienstmöglichkeiten der meist weiblichen Care-Beschäftigten natürlich deutlich verbessert werden. Und wie schon gesagt, auch in der Beschäftigten, der meist migrantischen Beschäftigten in Privathaushalten. Das hat Katrin auch schon gesagt, Ausbau öffentlicher Infrastruktur gilt es demokratisch zu gestalten. Unser Argument ist, da Menschen nur selbst beurteilen können, welche Form der Unterstützung sie benötigen. Wir sind zum Glück sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, kann immer nur die Person selber sagen, das brauche ich jetzt. Und wir müssen nicht 100.000 Kitas bauen, wenn es kein Mensch braucht, aber wir müssen wo Kinder gern spielen, sich entwickeln können, realisieren, die eben notwendig sind.
So, nur mit der Mitbestimmung. Das setzt zunächst mal voraus, den Trend zur weiteren Privatisierung zu stoppen im Care-Bereich. Aufgabe für heute. Und sich für eine Vergesellschaftung all derjenigen, Krankenhäuser, Seniorenheimen, Schulen und Kitas einzutreten, die keine umfassenden Mitbestimmung der Beschäftigten und der Sorgebedürftigen erlauben. Diese Care-Institutionen können als kommunale Einrichtungen in die Hände der Allgemeinheit gegeben werden und beispielsweise von Räten, die allen Beteiligten offenstehend geführt werden. Das gilt im Übrigen selbstverständlich auch für Auto- und Energiekonzerne, die im Interesse einer effizienten Klimapolitik ebenfalls vergesellschaftet werden müssen. Sonst produzieren wir noch in 5 Jahren fossile Autos und kommen aus der Klimakatastrophe überhaupt nicht raus. Und dann ist für uns, und das ist vielleicht auch für die Venezolanerinnen ganz wichtig, wir haben auch ganz kleine solche Leuchtturmprojekte. Und das ist für Care Revolution auch ganz wichtig zur Aufbau einer Care-Ökonomie, auch die vielfältigen Gemeinschaftsprojekte. Die sind lang nicht so groß und hoch und breit, aber im Stadtteil, sie gibt es ja, auf dem Dorf. Die probieren heute schon Wege aus und die sollten wir auch steuerlich, aus Steuermitteln finanziell wirklich unterstützen. Ich denke dabei Nachbarschaftszentren, Mehrgenerationenhäuser, Kommunen, Gemeinschaftsgärten. Aber ich denke auch an die Betriebe wie Polikliniken oder Landwirtschaftsgenossenschaften. Ganz kleine Pflänzchen im Vergleich zu euren Erzählungen. Aber die haben auch ihr Eigentum vergemeinschaftet und sich mit und organisieren sich mit kollektiven Entscheidungsprozessen selbst. Und das sind für mich Leuchttürme, die schon ein wenig auf die Zukunft hinweisen und auch Lebensweisen jenseits der Kleinfamilie attraktiv erscheinen lassen. Ja, bei der Vielschichtigkeit der Schritte, die notwendig sind und angesichts der Kräfteverhältnisse in unserem Land, ist absolut notwendig, dass wir all, auch auf dem Podium, all diese Politiken verbinden. Das ist auch das Ziel des Netzwerks, das heißt ja schon Netzwerk Care Revolution. Das geht nur mit politischen Forderungen, in denen auch die Interessen vieler aufgehoben sind und wir nicht immer einen Teil einfach schon in Forderungen ausschließen. Und deswegen müssen wir heute die politische Zusammenarbeit deutlich verstärken und gemeinsam kämpfen, wo immer es geht. Und da ein Schritt dafür sehe ich in eurem oder in unserem jetzigen Grad Utopie-Kongress. Dankeschön. Danke, Gabriele, auch für das positive Feedback. Genau, Gabriele hat es gesagt, Lisette und Janeris, es macht Mut, auf jeden Fall euch zu hören. Ihr seid da schon ein paar Schritte im Voraus zu dem, wo wir in Deutschland meistens stehen, auch wenn es auch die Projekte im Kleinen auf jeden Fall hier auch gibt. Aber deswegen würde ich sehr gern von euch auch noch hören, was waren erste Schritte bei Seco Sesola für die Utopie, für den jetzigen Zustand, wie ihr jetzt Arbeit definiert, was waren vielleicht auch Schwierigkeiten oder Hindernisse? Genau. Bien, gracias y bueno, decir que ahora. We can hear you. Sí. Yo estoy escuchando un eco, pero bueno, continúo. Gracias, Gabriel, por el reconocimiento, Gabriela, por el reconocimiento que nos das. Y reconocer que nos gusta mucho, nos gustó mucho cuando hablaste de la sociedad solidaria, de que eso es lo que a la final creemos que incluso estamos retomando, porque históricamente esa sociedad estuvo, esa sociedad ha existido, una sociedad de la cooperación y de la no competencia, donde todos éramos iguales, donde como seres humanos con el valor que tenemos. Un poco para retomar lo del trabajo, en Seco Sesola el trabajo es asociado.
Sí. Incluso está establecido por la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas de Venezuela. Y en el caso particular de Secosesola, nuestra intención es ir desdibujando el trabajo como una fuente de remuneración personal, individual. Eso lo queremos ir eliminando para que poco a poco se vaya convirtiendo, y es la realidad que estamos construyendo ahora, que se vaya convirtiendo en la posibilidad de una nueva concepción del hacer en colectivo, del hacer juntos y juntas. Por eso hablamos de actividades. Entonces, en sí misma la subsistencia, las necesidades a cubrir por cada familia, por cada persona, incluso por el colectivo mayor, por la comunidad, por la sociedad, entonces es que sea desde el compartir, desde el convivir juntos y juntas. Por eso es otra dimensión. Va perdiendo lo individual para irse convirtiendo en lo colectivo. Entonces esto nos da la posibilidad de un nuevo estilo de vida. Ya lo dijimos, inconvenientes, claro que tenemos inconvenientes, porque la individualidad, el que yo trabajo para mí, para mis necesidades, para lo mío, eso está internalizado en cada uno de nosotros. Y cuando esto emerge, justamente lo reflexionamos, lo evidenciamos para que eso nos sirva de una posibilidad de cambio. Más que juzgarla, es verla, es aprender de esa situación para que el colectivo mayor también se vea reflejado en ello. Entonces es un proceso muchas veces lento, muchas veces para la sociedad improductivo económicamente, porque le damos mayor importancia a ese ser que queremos transformar. Y por eso decimos que para nosotros los encuentros son tan importantes. El cubrir las necesidades, pero desde lo que va viviendo cada uno como persona. Hace 52 años que iré desdibujando desde una empresa a lo que somos. No sé. Pero creo que la respondí. No sé si con esto respondemos. ¿Hay otra pregunta? Zum Teil würde ich sagen, wenn du möchtest, kannst du gerne noch kurz etwas dazu sagen, welche Schritte ihr in den letzten Jahren gegangen seid, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt gerade seid. Gerne kurz, weil dann haben wir noch kurz Zeit für Fragen aus dem Publikum. Okay, ich wiederhole die Frage nochmal für das Dolmetschen. Ja, genau, vielen Dank. Du hast auf jeden Fall, würde ich, man hört mich nicht? Doch, okay, man hört mich, alles in Ordnung. Gut, genau, ich würde gerne noch eine kurze Frage stellen an Lisette. Und zwar, welche Schritte seid ihr in den letzten Jahren schon gegangen, um da anzukommen, wo ihr jetzt seid, bei eurem Arbeitsverständnis? Welche Maßnahmen sozusagen habt ihr dafür ergriffen? Und wie ist der Zugang? Also können alle Menschen bei euch mitmachen? Und danach haben wir noch kurz Zeit für Fragen aus dem Publikum.
Bueno, este es un proceso, como ya dijimos, que venimos construyendo desde hace más de 52 años. Yaneris y yo tenemos alrededor de 30, 35 en Secosesola, y bueno, hemos vivido parte de ese proceso. Pasos han sido muchos, y justamente los pasos han venido desde la reflexión, porque en algún momento en Secosesola, por ejemplo, se quiso luchar por el poder, en una época en donde se gestionó parte del transporte público de la ciudad, se cayó en conflicto con el gobierno, y eso llevó a Secosesola a una quiebra representada en más de 30 veces el capital social de Secosesola. Y eso permitió, repetimos, la reflexión de entender que ese no era el camino, que quizás habían otras formas de relación, y es allí donde se comienzan a dar estos pasos realmente luego del proceso de transporte, donde con intencionalidad se dice queremos tener unas nuevas relaciones para el convivir. Y eso entonces se gestiona en forma permanente. No ha sido una decisión única, sino que ha sido un ensayo y error permanente, si lo podemos ver de esa forma, un equivocarnos y aprender de esas equivocaciones. Y hoy en día tenemos esta claridad que estamos compartiendo, porque nos dimos cuenta en un momento determinado que la competencia no nos llevaba al compartir, que el individualismo no nos estaba llevando a la cooperación, que las jerarquías nos hacían daño porque queríamos tener relaciones más equitativas. Por eso nosotros utilizamos la palabra desdibujar, porque no significa que no existan. Claro que existen en el ser humano, en nosotras y nosotros como personas, esto existe. Nuestro reto permanente es justamente verlo, evidenciarlo y transformarlo. Nosotros le damos valor a las equivocaciones. Muchas veces decimos que no debemos tener miedo, y más bien los miedos nosotros los vemos como un motor, como que nos impulsa. Cuando de alguna u otra manera sentimos miedo y vemos que estamos a punto de paralizarnos con alguna acción, entonces tengo al otro que me dice y que me ala, porque justamente no soy yo sola, no es Janery sola, no es Jorge solo. Somos un colectivo que nos apoyamos, que nos complementamos, y que algunas personas vemos algunas cosas y otras personas vemos otras. Por eso es que como somos tantas personas, nos podemos ayudar unos a los otros. Nos preguntaban que quién puede entrar, que si es para todas, si es para todos. Los servicios que gestionamos como Secosesola son abiertos para toda la comunidad. Todo el que desee incorporarse puede asistir a nuestros mercados comunitarios, todo el que requiera un servicio de salud, de hospitalización, de cirugía, de maternidad, de alguna especialidad médica, los servicios son abiertos para todos y todas, sin la necesidad de estar asociados a la cooperativa. Y como trabajadores y trabajadoras asociados, esto de ir gestionando unos ingresos que nos ayuden a ir resolviendo la materialidad individual, personal, familiar y colectiva, entonces se puede ir incorporando. Para ello tenemos un proceso que llamamos recomendación. Es un poco largo y si nos da tiempo, pues lo retomamos.
Creo que por ahora, pues también le damos la palabra a las otras compañeras. Gracias. Ja, vielen Dank euch oder dir vielmehr, Lisette, auch für diese zweite Antwort, die Antworten. Wir haben ja leider das Podium ein bisschen später begonnen. Deswegen haben wir nicht mehr so viel Zeit, wie wir eigentlich wollten, für Publikumsfragen. Das ist sehr schade. Genau, ich würde gerne eine letzte Frage an euch alle richten und bitte euch, eher so innerhalb von einer Minute, zwei Minuten darauf zu antworten, weil wir mehr Zeit leider nicht haben und auch nicht überziehen können, denn genau, der Stream wird dann beendet. Genau, und zwar, es tut mir jetzt leid, wenn ich eure eure Frage nicht ausgewählt habe, aber es bleibt eben nicht mehr so viel Zeit. Genau, lasst uns doch zum Schluss darüber reden. Wir haben jetzt viel gehört, auch eben von euch, von Circus Sisola, über Prinzipien der Solidarität, über eine Arbeitsgestaltung, die im Konsens passiert, die so passiert, dass alle daran teilhaben können und eben mit sehr wenig Zwang. Die Frage ist, ist dieses Prinzip von Konsens, von gemeinsamem Entscheiden und eben in Beziehung sein, wie kann das verallgemeinerbar sein auf die große globale Gemeinschaft, also über begrenzte nationale Gemeinschaften, Territorien hinaus? Wie kann das verallgemeinerbar sein auf die ganze Gesellschaft sozusagen? Genau. Möchte jemand von euch zuerst das Wort ergreifen? Vielleicht, ich wage es mal, weil ich habe da tatsächlich auch sehr große Fragezeichen dran, muss ich sagen. Also so sehr mich auch das beeindruckt und auch ja emotional sozusagen anspricht und ich das ein ganz wertvolles Beispiel und eine tolle Erfahrung, die ihr da teilt, sehe, frage ich mich doch, inwiefern ist dieses Lebens- und Arbeitsmodell verallgemeinerbar auf größere Gesellschaft oder auf der transnationalen Ebene. Und allein schon, wenn man sich die Entscheidungsprinzipien, ne, ihr sagt, ihr entscheidet alles im Konsens, ne, hat das natürlich dann auch ganz schnell seine Grenzen, je größer man den Kreis zieht, derer, die beteiligt werden sollen an Entscheidungen. Und deswegen glaube ich, dass man doch auch ohne sowas wie demokratische Entscheidungsstrukturen, Prozesse, die sich irgendwie in Staaten oder in Gewerkschaften und in Parteien und so weiter organisieren, letztendlich, wenn man auf die gesellschaftliche Ebene geht, nicht hinauskommt. Und aber das heißt ja nicht, dass man deswegen undemokratisch ist, sondern dann kommt es eben darauf an, in diesen Rahmen wirklich auch demokratische Beteiligungsprozesse und Mitbestimmungsprozesse zu verankern und zu erweitern. Und das wäre eben jetzt nochmal den Bogen zurück zu meinen Ausführungen zur Erwerbsarbeit, eben ne, die Erweiterung von Mitbestimmung, von demokratischen Entscheidungsprozessen im Betrieb, aber auch gesamtgesellschaftlich über die Gestaltung von Arbeit. Ja, da könnte man jetzt lange drüber reden, aber ich würde es vielleicht an der Stelle sozusagen dabei belassen und vielleicht zum Abschluss noch sagen, was ich sehr schön fand, weil ich denke, wir sprechen wirklich von sehr unterschiedlichen Positionen aus, wie viel Gemeinsamkeiten doch da auch aufschienen oder auch teilweise explizit benannt wurden. Ich finde, das macht ja auch wirklich Mut, also weil manchmal sind die Frontlinien auch so verhärtet, ja, in der Debatte zwischen bedingungslosen Grundeinkommensbefürwortern und Gewerkschaften sind da eher kritisch. Aber ich finde, gerade auch in dem Dialog zwischen Gabriele und mir jetzt hier schienen doch sehr viele Andockpunkte an Transformationsprojekten und Strategien auf. Und das finde ich sehr schön und das sollten wir mitnehmen aus diesem Podium und aus diesem Kongress. You are in the boat. Okay. Ja, da kann ich gleich anknüpfen, Katrin, weil genau darum geht es bei uns jetzt, dass wir mal wirklich
all wirklich uns versuchen zusammenzubringen. Und es ist doch toll, wenn die Gewerkschaften einen Punkt vorangehen, das bedingungslose Grundeinkommen, oder ich habe im Chat gesehen, auch egal oder nur Grundeinkommen, am anderen Punkt, die Commons am nächsten Punkt vorangehen. Das ist ja schon mal für uns wichtig. Und dann sehe ich nicht, warum da Grenzen in Deutschland oder Europa liegen. Also das sieht man ja in unserer Diskussion mit Lisette und Chaneri, dass da sehr viel Gemeinsames ist. Und das muss ja nicht alles jetzt im großen Konsens weltweit, sondern über diese Räte, über diese ganzen imperative Mandate und so, ist da viel, viel möglich. Was ich nur noch einbringen will, wir sind da die Bremse in unseren kapitalistischen Ländern. Solange wir keinen Zugriff haben, da mangels Zugriff auf die grundlegenden Entscheidungen, sowohl ökologisch wie sozial, werden wir dieses weltweite gemeinsam nicht mittragen können. Also ich will nochmal betonen, dass ich gerade heutzutage notwendig finde, diese Vergesellschaftungsfrage voranzubringen. Wie immer wir die dann genau da will ich auch nicht mein Projekt, da gibt es viele Ideen. Aber solange Konzerne entscheiden, was in unserem Land passiert, werden wir die sozialen Beziehungen weiter zerstören und, was noch kurzfristig viel, viel verheerender ist, die ökologischen Ressourcen zerstören. Und das finde ich, und das fehlt mir, also einfach von, nicht, dass wir das morgen erreichen, aber vielleicht auch mal mehr in die Diskussion bringen, neben all unseren Schritten, die wir gehen müssen und die noch lang dauern und die schwierig sind. Aber wirklich auch mal sagen, Leute, wir wollen in einer Welt leben, wo es keine Ausbeutung gibt, wo wir mitentscheiden können, wie wir unseren ökologischen System retten können und wo das nicht wirklich an Dingen hängt. Da ist die Mehrheit schon gar nicht mehr dafür. Das ist ja nicht so, dass Grundeinkommen keine Mehrheit hat. Ja, es ist auch nicht so dafür, dass jetzt plötzlich alle fossile Autos fahren wollen. Aber solange wir die Konzerne wirklich unbedarfter weiter laufen lassen, da werden wir immer nur schauen auf Venezuela und sagen, was für tolle Ideen ihr habt. Wir können das schon leicht dann vergrößern, aber da sehe ich die Grenzen, bevor es weltweit wird und wir daran beteiligt sind, haben wir eine ganz große Aufgabe, nämlich diese konkrete Utopie, die jenseits des Kapitalismus liegt, wie immer die für uns auch aussieht, noch ein bisschen schöner zu machen, dass wir mehr mitgehen. Danke. Ja, Lisette, bei euch liegen die Abschlussworte. Wenn ihr noch was dazu hinzufügen wollt, gerne. Wie schaffen wir das, eure Ideen, eure gelebte Utopie zu vergrößern, bis am besten bis hierher? Bueno, agradecerles la posibilidad y quizás tomar este podium que hemos compartido el día de hoy como ejemplo de nuestro permanente convivir aquí, que desde muchas dificultades que en Venezuela estamos viviendo, que de alguna u otra manera con la pandemia, con COVID-19, se han venido incrementando. Lo que queremos es animarnos a que sí se puede, a que desde la creatividad se puede, desde el apoyo mutuo y desde el querer, desde el comprender que las necesidades, pues más que limitarnos, nos motiven a ir construyendo, ya lo dijimos, ese futuro que queremos, ese futuro que deseamos, un futuro cada vez más solidario. Así que muchísimas gracias, todo un honor. Danke, danke euch für diese Abschlussworte und für die Runde, die wir heute waren. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir so zusammengekommen sind und genau die Zukunft der Arbeit diskutieren konnten.
toll, dass es geklappt hat, dass Lisette und Janeris dabei waren von Seco Sisola. Danke für Roche und an alle, die da scheinbar auch bei euch noch dahinter stehen. Vielen Dank auch an Gabriele und an Katrin, auch für die Vorbereitung mit des Podiums und dass ihr euch alle auf dieses technische Experiment mit eingelassen habt, dass wir leider genau wegen Corona hier auf die Beine stellen mussten. Schön, dass es trotzdem geklappt hat und ich nehme auf jeden Fall viel mit aus dem Podium. Es gibt ja auch noch einzelne Workshops von euch. Ich weiß zum Beispiel aus dem Kopf, dass ihr von Seco Sisola auch heute um 17 Uhr, wenn ich mich nicht irre, noch einen Workshop gebt. Genau, und freue mich auf das weitere Programm. Hoffe, ihr schaut rein. Und vielen Dank für die Runde. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft noch weiter über das Thema Arbeit reden und weiterentwickeln, wie wir hinkommen zu der gerechten, sozialen und ökologischen Arbeit. Vielen Dank, Mia. Tschüss, alle. Hm?